Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema die wichtigsten Kommandos von DNF. DNF, Dandified YUM, so heißt der neue Paketmanager für RPM-Pakete in der Kommandozeile, der YUM ersetzt. DNF war bei Fedora 18 das erste Mal mit dabei und ist nun bei Fedora 22 Standard. Die wichtigsten Kommandos möchte ich an dieser Stelle vorstellen. Es gibt zwar auch noch weitere Kommandos, aber hier erstmal die gängigsten. DNF minus Version zeigt mir an, welche Version auf dem System verfügbar ist. Dann install, DNF install Paketname, installiert das angegebene Paket. Natürlich mit Root-Rechten ist das nur möglich. Dann DNF Repo-List. Listet alle aktiven Paketquellen auf. DNF RepoList All listet alle vorhandenen Paketquellen auf. DNF List listet alle verfügbaren und installierten Pakete auf. DNF List installed zeigt mir alle installierten Pakete. DNF List available zeigt mir alle verfügbaren Pakete. DNF Search und dann eine Zeichenkette, zum Beispiel hier UMAX, sucht nach Paketen, die die eingetippte Zeichenkette enthalten. DNF provides und dann eine Datei, zum Beispiel Schrägstrich bin, Schrägstrich z. SH informiert mich darüber, zu welchem Paket die angegebene Datei gehört. DNF Info und Paketname gibt mir nähere Infos über ein Paket. DNF Check minus Update überprüft, ob Updates vorhanden sind. DNF Update oder Upgrade installiert alle Updates. Dann DNF Update und Paketname installiert nur ein bestimmtes Update. DNF Remove oder Erase und Paketname löscht ein bestimmtes Paket. Natürlich auch wieder nur mit Root-Rechten. Und zum Schluss mittels DNF Help bekomme ich Hilfe und mit DNF History wird mir die History, also der Verlauf, angezeigt. Das war User Paul für den Screencast. Ciao und viel Glück.